Schönen guten Tag aus San Antonio hier in Texas, USA vom Breast Cancer Symposium. Eine spannende Veranstaltung, ein toller Kongress, sicherlich immer ein Highlight. Ich darf Ihnen heute Mittag etwas zum Thema fortgeschrittener Brustkrebs erzählen. Und die ersten Sessions heute, die liegen schon hinter uns. Wir haben jetzt so eine Mittagspause und der Tag war schon spannend, der geht auch spannend weiter. Und was da so spannend gewesen ist, das möchte ich Ihnen jetzt hier referieren. Es geht um hormonrezeptorpositiven Brustkrebs. Mein Name ist Marc Till. Ich leite die Frauenklinik am Agaplesion-Markus-Krankenhaus in Frankfurt und kümmere mich intensiv um Brustkrebspatienten und bin deswegen immer wieder froh, wenn wir neue Daten haben, die wir Ihnen an die Hand geben können, bessere Therapien und verträglichere Therapien zu bekommen. Es geht hier um zielgerichtete Therapien und hier vor allem um CDK4/6-Inhibitoren und PI3K-Inhibitoren. Ich muss mich entschuldigen für diese Abkürzung, das ist aber so. Ich kann Ihnen auch nicht erklären, ich kann nur sagen, dass das verschiedene Moleküle sind, die wir hemmen können mit Medikamenten, die dazu führen, dass die Zelle sich nicht teilt. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen ja, dass die Erkrankung stoppt und am besten gar nicht mehr weiter wächst. Und dafür sind diese Medikamente da und diese Hemmstoffe ebenfalls. Ein ganz spannendes Thema ist sicherlich die Patientin mit Hirnmetastasen. Und nicht nur mit Hirnmetastasen, sondern mit einem metastatischen Befall der Hirnhäute. Wir nennen das Leptomeningen, das sind diese Hirnhäute. Und eine Metastasierung ist eben eine leptomeningale Metastasierung. Und hier geht es um einen CDK4/6-Inhibitor, das Abimaziclib und eine mögliche Wirkung dieses Abimaziclibs bei den Patienten mit dieser Form von Erkrankung. Eine Studie, die ich mitgebracht habe von Sarah Tolaney, ist eine kleine Studie. Es ist eine Phase-2-Studie, das bedeutet, dass wenig Patienten daran teilgenommen haben und es haben nicht nur Patienten daran teilgenommen mit Brustkrebs, sondern auch Patienten mit einem Hautkrebs oder mit einem Lungenkrebs. Und das Ziel war, ob man bei diesen Patienten, die schon vorbehandelt gewesen sind, hier eine Verbesserung herstellt, wenn man einen CDK4/6-Inhibitor einsetzt. Natürlich bei der, ich habe das schon gesagt, hormonrezeptor-positiven Patientin. Das war die Studie, aber das ist gar nicht so wichtig, weil am wichtigsten ist eigentlich die Frage, kann so ein Medikament, was ja keine Chemotherapie ist, kann so ein Medikament in Kombination mit einer Antihormontherapie hier tatsächlich eine Wirkung entfalten, und zwar bei dieser doch sehr kritischen Erkrankungsform. Und hier mal so die Daten aus der Studie, über die ich relativ schnell hinweggehen möchte. Sie sind 17 Patienten, das ist keine große Anzahl von Patienten. Aber das, was am wichtigsten gewesen ist, ist, wenn wir mal schauen, wie lange solche Patienten leben. Das ist ganz bedauerlich, aber das ist die Realität. Dann hat doch eine Patientin mit einem leptomeningealen Befall eine durchschnittliche Lebenserwartung von 3 bis 4 Monaten. Und wenn ich dann mit einem Medikament, wie hier geschehen diese Arbeit, das Gesamtüberleben verdoppeln kann auf 8,4 Monate, dann ist das etwas, mit dem wir tatsächlich weiterarbeiten sollten. Das ist keine Studie, die jetzt am Montag dazu führt, dass wir dieses Medikament einsetzen, mitnichten, das ist auch gar nicht zugelassen dafür. Aber es wäre so eine Situation, bei der wir uns einfach mehr Optionen wünschen würden. Nebenwirkungen, die kennen wir. Das Medikament ist zugelassen in der Erstlinien- und Zweitlinientherapie beim metastasierten, hormonrezeptorpositiven und HER2-negativen Brustkrebs. Da gab es jetzt keine weiteren Nebenwirkungen, die eine Rolle gespielt haben. Fazit, 4 Monate mehr, das ist etwas, was tatsächlich zählt, auch wenn es vielleicht wenig anmutet, aber wenn man etwas verdoppeln kann, dann ist das sicherlich etwas Gutes und wir sollten damit tatsächlich weiterarbeiten und da geht es einfach darum, weitere Studien zu konzipieren, wo bei diesen Patienten möglicherweise ein Nutzen mit dieser Substanz zu erzielen ist. Die nächste Arbeit, die ich mitgebracht habe, ist die Kombination aus Exemestan und Everolimus, ein mTOR-Inhibitor bei Patienten, die nur einen CDK4/6-Inhibitor gehabt haben oder nicht. Hier geht es einfach um die Frage, macht es denn Sinn, eine Patientin, und wir werden ja viele Patienten zurzeit haben, die mit CDK4/6 vorbehandelt sind, hier mit einem mTOR-Inhibitor, mit diesem Everolimus in Kombination mit einem Aromatase zu behandeln. Wir wissen das aus den Studien, die wir bereits an der Hand haben, dass das funktioniert. Wir wissen auch, dass das in der Erstlinie funktioniert. Wir wissen auch, dass es in der Zweitlinie funktioniert. Aber hier ging es jetzt mal darum, herauszubekommen, sind da Patienten, die mit CDK4/6-Inhibitoren vorbehandelt sind, dann eben auch die Patienten, die wir damit erfolgreich behandeln können, ja oder nein.
Das ist die Studie von ihrem Design her, relativ unaufwendig. Die Fragestellung habe ich Ihnen gerade schon genannt. Und das, was wir hier in der Studie sehen, sind wenig Patienten. Klar wenig Patienten, weil die Medikamente noch nicht so lange im Markt sind. 88 Patienten, die diese Therapie bekommen haben, als Erstlinie, als Zweit- und Drittlinie. Und wenn man die Daten kennt aus den CDK4/6-Inhibitionsstudien, dann wird man auch da feststellen, dass nach einer CDK4/6-Therapie diese Kombination gut einsetzbar ist. Das liegt dann so ungefähr bei, ungefähr 15%. Und in dieser Studie jetzt natürlich als Zweitlinie, das war das die Aufgabe der Studie, zu fast 50%. Das Wichtigste aber, dass man diese Kombinationstherapie gut einsetzen kann, dass es sinnvoll ist und dass sie auch noch effektiv ist, auch wenn die Patienten mit CDK4/6 vorbehandelt sind. Das heißt für Sie eine weitere Therapieoption, die eigentlich schon existiert, hier nur noch mal zusätzlich überprüft worden ist und eben auch einsatzfähig wäre nach einer CDK4/6-Inhibitionstherapie. Die nächsten Daten, die ich mitgebracht habe, das sind einfach nur Bestätigungsdaten dessen, was wir sowieso schon machen. Ribociclib, ein CDK4/6-Inhibitor. Es gibt ja drei, Ribociclib, Palbociclib und Abemaciclib hier in Kombination mit einer Antihormontherapie. Daten aus den drei existierenden Studien, der Mona Lisa 2, 3 und 7 Studie in der Erstlinientherapie. Eine, wie man sagen, gepoolte Analyse dieser Studiendaten aus den drei Studien. Man sieht hier nochmal das Studiendesign in Anführungszeichen, weil die Studien so konzipiert gewesen sind, Antihormontherapie plus Ribociclib oder eben plus Placebo, also einen Standardarm sozusagen. Und das, was wir an Studienergebnissen haben, das ist mittlerweile tatsächlich ein alter Hut. Nur hier nochmal gepoolt 1500 Patienten aus diesen drei Studien mit eben der Bestätigung dessen, was wir schon wissen, dass wir das sehr gut in der First-Line-Situation einsetzen können, dass wir mit dem CDK4/6-Inhibitor hier das Ribociclib, das progressionsfreie Überleben, verdoppeln können hier auf 25,3 Monate. Also Kombination ist effektiv, setzen wir schon ein, ist schon tägliche Routine und hier nur noch die bestätigten Daten dazu. Dann natürlich die Frage, bei wem setzen wir das dann vor allem ein? Bei jedem, ich würde fast sagen, wir können es eigentlich keiner Patientin vorenthalten, ein CDK4/6-Inhibitor einzusetzen. Aber hier nochmal die Frage, spielt es eine Rolle, welche Metastasen aufgetreten sind? Knochenmetastasen, viszerale Metastasen, das heißt also viszerale Lunge und Lebermetastasen. Und diese Arbeit hier auch aus den drei existierenden Studien mal herausgegriffen, die Patienten, die Lungen und Lebermetastasen hatten, also viszeral metastasiert waren, also eigentlich auch eine aggressivere Metastasierung hatten. Das Studiendesign ähnlich natürlich, weil gleiche Fragestellung, was für einen Stellenwert hat Ribociclib in Kombination mit Antihormontherapie versus einer Antihormontherapie alleine. Auch hier wieder 1530 Patienten aus den drei Studien und das, was wir hier gesehen haben, dass es völlig egal ist, ob eine Knochenmetastasierung vorliegt oder, und das wäre dann wahrscheinlich so das, was wir vermutet hätten bei einer aggressiven Metastasierung, hier ein geringerer Effekt auftritt auf das progressionsfreie Überleben durch die Kombination aus Ribociclib mit einer Antihormontherapie und das ist nicht der Fall. Das heißt, beide Patientengruppen profitieren genauso und hier ging es einfach darum zu zeigen, dass das eben auch bei der viszeral metastasierten Patientin der Fall ist. Das wäre auch das Fazit, dass das Ganze funktioniert und wir auch, um das zu wiederholen, diese Therapieoption ja schon in der täglichen Routine einsetzen. Das nächste und letzte, was ich Ihnen mitgebracht habe, das ist so ein bisschen Zukunftsmusik. Hier geht es darum, um diesen PI3K-Inhibitor, furchtbare Vokabeln, Alpilisib, das muss man alles mal lernen. Es gibt auch Tazilisib und Pictilisib und Butpilisib. Das sind so Dinge, die wir dann irgendwie lernen müssen, zum Glück nicht Sie. Und hier geht es um die Frage, macht das denn Sinn, einen solchen PI3K-Inhibitor bei der Patientin in der First-Line-Erstlinientherapie einzusetzen. Die Patienten hatten alle einen Progress auf einen Aromatase-Hämmer. Das war das Einschlusskriterium und die Studie hieß SOLAR-1-Studie. Und die ist auch schon auf dem europäischen Meeting im Oktober vorgestellt worden. Und hier wurde praktisch schon mal ein Update gegeben. Das Schöne dabei ist, dass diese Studie und dass das Design stratifiziert hat. Was heißt das jetzt nun wieder? Das heißt, dass wir zwei Arme gebildet haben in dieser Studie. Patienten, die
PI3CA mutiert waren, also die eine Mutation in diesem Gen hatten, versus nicht mutierte Patienten. Man muss sich daran gewöhnen, dass wir heute in der personalisierten Medizin einfach genau hinschauen, wo ist unser Ziel, was wir torpedieren wollen, was wir therapieren wollen. Und hier geht es einfach darum, sind die mutierten Patienten, die PIK3CA, so heißt das, mutiert sind, die Patienten, die vor allem natürlich dann von einer entsprechenden Inhibition profitieren, ja oder nein. Und dann gab es noch einen Arm der nicht mutierten Patienten, aber das ist eigentlich der uninteressante Arm. 341 Patienten haben hier teilgenommen. Sie sehen, dass hier 169 Patienten erhielten die experimentelle Kombination aus Alpelisib und Fulvestrant nach Beobachtung 20 Monate. Und das Schöne war das Ergebnis. Denn das Ergebnis zeigt uns, dass bei allen Daten, die wir vorher gesehen haben zu dieser Substanzklasse, und das war relativ enttäuschend, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass wir hier eine Substanz haben, die effektiv ist. Wir haben ja einen Unterschied für das progressionsfreie Überleben von über 5 Monaten. Das ist in unserer Welt viel und für Sie auch viel, weil das ja nur der Median ist. Das heißt, das ist ja nicht jede Patientin, sondern Patienten dabei, die wesentlich länger davon profitieren. Das Gesamtüberleben scheint auch länger zu sein, aber die Daten sind einfach noch nicht reif. Auch heute hier in San Antonio noch nicht reif dafür, präsentiert zu werden, dass wir sagen können, das wäre das Schöne dabei eigentlich, einen Gesamtüberlebensvorteil zu zeigen. Also, was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir wieder genauer hingucken müssen, dass wir wieder etwas testen müssen, dass wir PIK3CA-Mutationen nachweisen müssen, um dann zu sagen, sollte diese Substanz zugelassen werden. Es ist noch nicht zugelassen, ist auch völlig unklar, wann die Zulassung kommen wird. Deswegen ist das auch nicht so die tägliche Routine am nächsten Montag sozusagen, sondern dass wir aber hier wissen, dass wir eine Patientengruppe haben, von der wir genau sagen können, dass sie mehr profitiert als eine andere. Damit wäre ich mit diesem Blog am Ende. Bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und verabschiede mich erstmal aus San Antonio. Heute Nachmittag geht es weiter. Da wird es wieder spannend und spannend für Sie. Und ich hoffe, dass da auch wieder schöne Daten dabei sind. Tschüss. Marc, vielen Dank für die Vorstellung hier der Daten. Teilweise hast du uns ja nur gezeigt, dass wir alles richtig machen. Genau. Das ist ja immer schon mal auch eine gute Nachricht. Ja. Teilweise auch Zukunftsmusik. Jetzt habe ich schon rausgehört bei diesem Blog, also für die Frauen mit einem hormonrezeptor-positiven Tumor. In der metastasierten Situation gibt es ja doch eine ganze Reihe Behandlungsmöglichkeiten. Gott sei Dank, weil es gibt ja immer Hoffnung zu wissen, da ist ein ganzer Koffer, den ich einsetzen kann. Aber wie, in welcher Reihenfolge wird das jetzt eigentlich alles eingesetzt? Also wenn die Patientin jetzt vor dir sitzt, die Diagnose metastasierter Brustkrebs wird gestellt, was ist so dein erster Schritt und wie würdest du dann in weiteren Linien, wie man es ja nennt, also wenn die Krankheit wieder fortschreitet, wie würdest du dann entscheiden und vorgehen? Ja, wichtige Frage, weil das letztendlich die einzige Frage ist, die man sich dann stellt. Ja, mit was fängt man an und wie geht das weiter? Hm. Ich glaube, die Daten, die wir gerade gesehen haben, die zeigen uns ja ganz schön, dass diese neue Substanzklasse der CDK4/6-Inhibitoren sehr effektiv ist und eben auch effektiv ist in unterschiedlichen Subgruppen. Wenn man jetzt eine Subgruppe sucht, bei den Patienten, so eine Untergruppe, dann wird man keine finden, die davon nicht profitiert. Also von daher ist das für mich eigentlich schon eine Standardtherapie in der Erstlinientherapie bei der hormonrezeptor-positiven Patientin, bei der ich jetzt keine Chemotherapie benötige. Das ist sicherlich nochmal ein anderes Thema, dann eine CDK4/6-Inhibition einzusetzen. Jetzt weiß man ja anhand der Daten, das sind ja wirklich tolle Verläufe, muss man sagen, dass die Patienten da relativ lange bei dieser Therapie bleiben werden. Wir haben Patienten schon, die sind schon seit 4 Jahren mit einer CDK4/6-Inhibition versorgt. Nichtsdestotrotz kann es ja sein, dass die Erkrankung wieder Fahrt aufnimmt. Und was mache ich denn dann? Und dann stellt sich die Frage, kann ich dann auf einen anderen CDK4/6-Inhibitor wechseln? Es gibt ja 3. Mhm. Nee, kann ich nicht, weil dafür gibt es keine Daten. Mhm. Jetzt wird man sagen, na, ist ja schade, dass wir keine Daten haben, ich mache das aber trotzdem. Das macht aber keinen Sinn, weil wir nicht wissen, ob wir biologisch was falsch machen. Mhm. Wo wir aber sicherlich gute Daten haben, und das war jetzt auch ein Beitrag, den ich ja präsentiert habe, war, dass wir dann eben mit einem anderen Molekül, einer anderen Substanz, mTOR-Inhibition, Everolimus, dann in Kombination wieder mit einer Antihormontherapie sehr wohl agieren können, sowohl diese Therapie einsetzen können. Und am Ende vielleicht dann, und das ist ja das Wichtige, finde ich, dass wir Chemotherapie weiter nach hinten schieben. Mhm. Das wissen wir aus den Daten auch. Wir können mittlerweile die Zeit bis zur nächsten Therapie durch CDK4/6-Inhibitoren verdoppeln. Dann käme meine mTOR-Inhibition, weil ich sonst keine Daten habe. Dann könnte ich auch eine
Hormontherapie, Antihormontherapie machen mit einer einzelnen Substanz oder nicht Chemotherapie. Das ist sicherlich noch ein bisschen weit hin. Für jeden, der heute auf so eine Therapie eingestellt wird, da kann man sagen, naja, wahrscheinlich werden wir noch viele Daten bekommen in der Zwischenzeit, bevor man diese Frage beantworten muss. Und für alle anderen, die umgestellt werden, sind das die weiteren Therapieoptionen. Und dann ja vielleicht noch Alpelisib und die ganzen anderen IPs, die du aufgezählt hast. Richtig, ja. Da ist das Feld, da muss das Feld offen, muss man sagen. Da muss man tatsächlich aber berücksichtigen, dass die Nebenwirkungen, die ja bei CDK4/6-Inhibitoren, muss man sagen, sehr gut sind. Also es lässt sich gut handeln. Die Patienten sind eigentlich ganz gut zu führen auch und haben jetzt keine großartigen Nebenwirkungen. Bei Alpelisib ist es so, dass wir schon Nebenwirkungen haben, die problematisch sein können. Also zum Beispiel erhöhte Zucker, die auf keine andere Medikation reagieren oder halt auch Hautausschläge, Müdigkeit, sodass wir in dieser präsentierten Studie, SOLA-1-Studie, schon 25% der Patienten gesehen haben, die die Therapie abgebrochen haben. Und das ist tatsächlich eine andere Zahl, als wir die bei den CDK4/6-Inhibitoren kennen. Also auch da muss man sagen, Identifikation der Patientin, das wird ja auch so kommen. Wir würden dann was messen, nämlich PIK3CA-Mutation. Und dann stellt sich nachher die Frage, in welcher Sequenz setze ich das ein? Genau. Und das ist eine offene Frage. Das heißt also, die Antihormontherapie läuft durch und dazu kommen verschiedene zielgerichtete Therapien. Genau. Da wird es in Zukunft vielleicht auch noch mehr geben. Wenn wir jetzt denken, dass CDK4/6-Inhibitor mal im Durchschnitt schon mal 2 Jahre das Krankheitsfortschreiten aufhält, bis in 2 Jahren stehen wir beide vielleicht wieder hier und du sagst so, jetzt haben wir hier noch neue Sachen, die wir wieder anhängen können. Dann, wenn alle Therapieversuche gescheitert sind oder es zu einer anderen Situation kommt, haben wir noch die Chemotherapie, da gibt es auch verschiedene. Das heißt, die gute Nachricht ist doch, der Schrank ist voll. Der Schrank ist voll. Das, genau, was du sagtest. Schön zusammengefasst. Na? Genau, prima. Genau, so ist es. Und nächstes Jahr und übernächstes Jahr berichten wir dann einfach weiter, welche neuen Optionen es noch gibt. Wir bleiben am Ball. Wir bleiben am Ball. Genau. Dankeschön.